Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Reichsteinhof. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ja, in der letzten Folge sind wir hier beim Strohpelletspressen stehen geblieben. Da hat es damals Probleme mit dem Curseblick gegeben. Da habe ich jetzt ein neues Update drauf gemacht. Jetzt funktioniert es. Und beim Tiefenlockern stehen wir stehen geblieben. Und ja, falls ihr jetzt keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne den Kanal abonnieren. Das wird mich riesig freuen und unterstützen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Jo, was haben wir jetzt noch für Feldarbeit? Das ist ja noch zu machen. Der ist dabei. Der ist auch noch dabei. Der steht da. Ja, haben wir jetzt einmal einen Kehrer schon gekauft. Da müssen wir das erst machen. Weil dann machen wir das jetzt. Dann können wir gleich die Fahrzeuge reinigen und so. Und ja. So, dann stellen wir den schönen Kehrer an. Ja. Und ja. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. So, den Dings. Übrigens, weil es letzte Mal haben ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, ich soll den Ingame-Sound ein bisschen leiser machen. Das auf 30% und ja, ich hoffe, das passt für euch so. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und falls ihr noch was ändern soll, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. So, dann tun wir einmal den Drescher da reinigen. So, haben wir das Stück sauber da und dann schauen wir weiter, was wir noch zu machen haben. Jo. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob das Video für euch so ist, auch jeden mit 12 Uhr ein neues Video. Würde mich gerne interessieren, ob das für euch so okay ist und wenn ihr die Videos schaut, also von Essen, nach dem Essen oder nach der Schule, keine Ahnung, ob das für euch so ist. Ja, das würde mich riesig freuen, wenn ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreibt. Dann stellen wir den wieder hinten einmal an den Stall und dann passt das wieder so. Machen wir da einmal. Ah, das geht sich knapp aus. Ah, einmal gleich gedacht, das geht sich nicht. Aber naja. Und vielen, vielen lieben Dank für die ganzen neuen Abonnenten, die dazu gekommen sind. Ja, für das wollte ich mich auch noch einmal bedanken. Ja. So, komm her, du kannst dich gerne. Ah, das wird aber gefallen. Sorry, aber jetzt muss ich kurz einmal unterlässig spielen. Ja? Los, los. Ah, das passt schon. Jo, dann fahren wir wieder einmal dorthin. Jetzt wird's Nacht. Und halb acht. Ja. So, dann stellen wir das einmal schnell hin. Und dann schauen wir gleich weiter, was wir so im Fuhrpark zu machen. Der ist sauber. Schaut's bei denen aus? Ah, den gehen wir reinigen ein bisschen. Jo, dann tun wir heute ein bisschen den Fuhrpark reinigen, sauber machen. Dann schauen wir dabei bei den Strohpellets. Oh. Hm.
Machen wir den schnell sauber vom Kolken. Dann schauen wir gleich, was wir noch so zu tun haben. Dann fahren wir wieder um zum Unterstand. Oh. Rein. Er muss abholt werden. Er braucht nur 14 Minuten, also in der nächsten Folge. Dann schauen wir kurz, was die Felder so noch brauchen. Er ist gerade dabei. Der ist aber eh gleich voll, also würde ich sagen, fahren wir an. Laufen wir mal zu dem Kollegen hin. Mal gleich einmal. Ich habe da die Außenbahn noch nicht gemacht, die werden wir noch nicht. Was braucht die andere Wiese? Das wird gucken. Sieht man nichts dabei. Boah, ich werde einmal. Darf man dorthin? Gekolkt. Kann man das eigentlich düngen? Auch noch. Ah, den müssen wir erst einmal abladen. Mal jetzt schnell mit dem. Liebherd-Anhänger. Dann können wir uns dies wieder kümmern. Wieder Schierbauer. Doch bitte einmal rein. Kollege, müssen wir alles selber machen. Ah. Ja, oh, ich sehe gerade auch nur. Ah, nicht. Jetzt wieder Probleme. Ja. Ah. Probleme. Das hat gerade so schön funktioniert. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum das nicht funktioniert. Funktioniert manchmal und ja, dann schauen wir die Lösung an. Aber ich sehe die V6.01. Da gibt es eine neuere, ich habe die in den ersten runtergeladen. Naja, was will man? Dann warten wir, bis der fertig ist, dann stellen wir den Drescher wieder weg. Kollege, fahr weiter. Uiuiui. Jetzt hat's glaube ich was zerschossen. Naja. So, kurz Moment, jetzt werde ich einmal. Es kommt gleich ein kurzer Cut. So, da bin ich wieder. Leider hat es das letzte Mal nicht gespeichert wegen dem Blur-Fehler, aber naja. Jetzt müssen wir eben das gleiche wieder von vorn machen. Eben den wieder waschen. Hat es wenigstens das gespeichert. Ah, das hat es ja nicht gespeichert. Mann, Mann, Mann.
ja, jetzt können wir das gleich wieder von vorne machen. Ich habe schon den Helfer mit der Primus eingestellt, aber wieder am gleichen Stand, bevor wir angefangen haben. Ah ja. Ich hoffe, ihr nehmt es alles nicht übel. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr echt wisst, woran das Problem liegt. Dann fahren wir den Kollegen wieder am Loch. Packen wir den wieder ein. Und ja, dann machen wir den Drescher nochmal waschen. Ja, ja, jetzt funktioniert es nicht, wenn es funktioniert soll. Aber nein. Possible. Oh. Er ist auch wieder da. Ja, dann kümmern wir uns eben wieder um den Drescher. Prozedur von vorne noch einmal. Haben wir jetzt darum, so wie am Anfang des Videos. Mal kurz da wieder ein. Und ist jetzt auch gleich voll. Und dann können wir das Fenster zu. Der Kollege ist gleich fertig, dann 15 Minuten. Was brauchen jetzt die Felder noch? Eigentlich nichts, weil das mal jetzt. Der war öfter speichern, wie dann der Spülstand. So. Dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn ihr die Lösung wisst, auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt auch gerne abonnieren. Würde mich riesig freuen und unterstützen. Und dann sehen wir uns übernächsten Mittwoch wieder. Bei einer weiteren Folge Dreisternhof. Bis dahin, macht's gut. Ciao.